Ja, meine Leute, was geht? Dali Gaming hier und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben es gerade 22.09 Uhr. Ich darf eigentlich nicht so laut sein, aber YOLO. Heute gucken wir uns mal wieder ein paar Videos von mir an, aber keine Parodien und auch keine Best-ofs. Heute gucken wir einfach mal Videos an mit meinen Namen. Zuerst kommt natürlich mein Video und jetzt von Bottle Gaming. Ein Tag ist das alt. Okay, Dali Gaming, nette Ansage. Okay. 2 Likes, 16 Aufrufe. Dali Gaming ist krass. Das D in ein S umändern. Ich weiß, so bei der Tastatur D und S sind fast nebeneinander. Mache ich auch oft Fehler, aber Digga, das musst du dann nochmal nachprüfen. Hier wurde ich verlinkt, aber der Link funktioniert nicht. Du musst hier so da drauf gehen, Rechtsklick und dann auf Kopieren und dann... Dann hast du den Link kopiert und dann kannst du das da einfügen. Aber naja, okay. Wir gucken dann einfach mal rein. 3, 2, 1, let's go. Hey OBG Army, was geht? Bottle Gaming, weil wir hier am Start heute mit einem neuen Video. Heute muss ich euch unbedingt was zeigen. Und zwar, ihr seht gerade dieses Video Parkour Map im Bed Wars bauen. Video von Dali Gaming und ihr seht hier gerade, wie viele Abonnenten er hat. 14.594 und ihr werdet nicht glauben, was passiert. Und zwar habe ich jetzt einfach hier unter die Kommentare geschrieben, geiles Video, Mann, bist der Beste. Und einer hat mir geantwortet, das war Dali Gaming. Er hat geschrieben, Bottle Gaming, danke. Das finde ich halt so geil, dass mein Kommentar einfach hier steht von Dali Gaming. Oh, ich wollte eigentlich gar nicht liken. Hier steht von Dali Gaming. Von Dali. Guckt euch Dali an. Guckt, wie viele Abonnenten der Typ hat. Ich muss dir, glaube ich, jetzt gerade leider die Wahrheit sagen. Die Leute, die kommentieren mit ihrem eigenen Account, deren Kommentare sind bei dir immer ganz oben. Wenn ich jetzt bei einem großen YouTuber kommentiere, dann ist mein Kommentar auch ganz oben zuerst, weil es halt mein Account ist. Aber die sehen mich dann halt erst weiter unten. Da muss ich dich leider enttäuschen, Digi. Du bist irgendwo auf jeden Fall in den Kommentaren und du musst dich auch nicht freuen, dass ich dir zurückschreibe. Ich schreibe jeden zurück, weil ich finde es einfach wichtig, meiner Community zurückzuschreiben. Ich weiß nicht, wie andere YouTuber einfach die Community ignorieren können. Ich kann so welche YouTuber nicht verstehen und ich wurde auch früher immer ignoriert und so von den YouTubern und ich habe mir geschworen, wirklich mein Bestes zu geben, da auf jeden Fall aktiv zu bleiben. Ich schaffe das zwar nicht immer so alles sofort am gleichen Tag, dann mache ich halt nächsten Tag ein bisschen, aber wichtige Kommentare auf jeden Fall zurückschreiben. Gucken wir mal weiter. Guck mal. Und dann klickt man einfach auf dieses Video und dann den geht. Und dann geht man halt ein bisschen runter und dann sieht man, geiles Video, Mann, bist der Beste. Dann schreibt er mir einfach, Bottle Gaming, danke. Das finde ich halt super krass, es ist Dali Gaming. Guck mal, das ist so cool. Ich kann es fast sogar gar nicht glauben. Und ja, dann würde ich sagen, ciao, Leute. Mann, ist das cute, Mann, Leute. Da freut sich einer, dass ich ihm zurückschreibe. Das ist krass. Gebe ich auf jeden Fall ein Like. Lass mal kommentieren hier. Lame. Bro, freut mich. Dann werden wir mal weitermachen mit dem nächsten Video, Freunde. 12 Minuten. 11 Minuten 43. Leute, so welche Videos kann ich mir nicht angucken bei diesem Format. Es tut mir leid, aber dafür reicht die Zeit einfach nicht aus. Ansage an Dali Gaming. De Achim. 3 Minuten 27. Mir wurde auch schon oft jetzt gesagt, hier, guck dir das Video an von dem Typen. Du wurdest krass zerstört. Okay, heute ist es soweit. 123 Aufrufe, 20 Likes, 5 Dislikes. Und ein Haufen an Kommentare. In diesem Video sage ich meine Meinung über Dali Gaming. Das, was ich mit diesem Video erreichen möchte, ist in Dalis Video zu kommen. Kommen so, dass ich schnell die neue Waffe kam. Und keine Sorgen, das war's jetzt auch mit den Ansagevideos. Okay, also macht er noch mehr. Ah, hier ist StylixCraft.at. Also noch ein Ansagevideo. Okay, er ist ehrlich, Leute. Er ist ehrlich. Okay, Leute, schauen wir einfach mal rein. Doppelpeace, nicht Spaß, ich bin natürlich nicht Tanzverbot. Ihr wisst es, ich bin's hier wieder, D-Achim. Und heute geht es hier um den YouTuber Dali Gaming. Vorab, ich werde über Dali Gaming definitiv nicht so viel sagen können wie über Stylex, weil Stylex ist definitiv sehr viel niveauloser. Aber fangen wir einfach mal mit. Was soll das heißen hier? Niveauloser? Viel mehr? Niveauloser? Was? Boah, nee.
hab schon gar keinen Bock mehr. Mal mit den Fakten an. Auf seinem Kanal 14.000 Abonnenten. Sein Zweitkanal Dalli mit 2.200 Abonnenten. Ich denke, ich werde auch erstmal über seinen Zweitkanal reden. Auf seinem Zweitkanal hat er zumindest was... Kommt, Leute, der Zweitkanal, der ist inaktiv, weil ich habe Passwort vergessen, alles schon geklärt und ich werde auch keinen Zweitkanal mehr aufmachen, weil ich bin, auf Deutsch gesagt, schon fast gestorben an den ganzen Aufnahmen, die ich machen musste und dann noch meinen Hauptkanal machen musste und. Das war echt anstrengend und ich bin eigentlich glücklich darüber, dass ich mein Passwort vergessen habe. Viele sagen auch, ey, zum Glück hast du deinen Zweitkanal nicht mehr, darum bist du mega kaputt gegangen. Dennoch versuche ich mit der Community zu spielen, indem sie aufnehmen, nicht ich. Dafür müsst ihr mich einfach PSN anschreiben mit Aufnahme und wenn ich Zeit habe, heißt, wenn Video rendert oder wenn Video rendert, besser gesagt, sonst habe ich gar keine Zeit, dann komme ich in die Party rein von euch und dann können wir aufnehmen. Müsst halt 24/7 online sein. Nein, Spaß. Halt einfach gucken, wann ich online bin und ja, manchmal poste ich sogar auf Instagram in meine Story rendert, dann müsst ihr Bescheid wissen, direkt anschreiben, Aufnahme und dann, ja, geht das. Klar. Versucht mit seinen Abonnenten aufzunehmen. Das hat auch eine ganze Weile schon gut geklappt. Aber irgendwann wurde es ihm auch, glaube ich, zu viel. Und dann hat er es, glaube ich, auch einfach aufgehört, wie man so sehen kann. Also ich sehe, sein letztes Video war vor einem Monat. Und ich denke, er wird das auch nicht weitermachen auf seinem Zweitkanal. Ja, das Problem daran an der Sache ist, man darf das halt nicht einfach so planen und dann irgendwie so sagen, dass man einen Zweitkanal hat, wenn man irgendwie 14.000 Abonnenten hat. Da will jeder mit dir aufnehmen. Das ist doch klar, das kann man sich schon denken so. Er hätte es einfach so machen können, dass er einfach so spontan so mit seinen Abonnenten aufnimmt. Das ist nicht so wirklich jeder weiß und so, weil wenn du das einfach 14.000 Leuten sagst und das alle wissen, dann ist klar, dass da jeder ankommt. Ja, da hat natürlich der Achim natürlich recht. Das war natürlich eine dumme Aktion von mir. Aber ich hatte auch irgendwie keinen Bock, die ganze Zeit angeschrieben zu werden. Ey, können wir aufnehmen. Und das auf jeder Plattform. Irgendwie dachte ich mir dann so, ich mache Termine. Und Leute, die Termine waren voll bis 4 Monate. Aber da hat er schon recht. Also wenn man dann so Aufnahmetermine macht, die erst in so einem halben Jahr oder so sind. Ja, da muss er sich auch gar nicht wundern, dass dann manche Leute das halt vergessen. Und ich finde auch, spontan aufnehmen wäre da definitiv die beste Variante, aber daran hat er ja wohl nicht gedacht, ne? Dalli ist auch so einer, der versucht auch so oft lustig zu sein in seinen Videos, zeigt dann immer so auch öfter mal so übertriebene Reaktionen. Also manchen, ich muss sagen, manchen YouTubern gelingt das wirklich gut, zum Beispiel Revinzeit. Bei manchen, da gelingt es gar nicht, wie man so sieht, zum Beispiel Miguel Pablo. Ja, ich will Dalli jetzt nicht mit Miguel Pablo vergleichen, denn Miguel Pablo ist schon ziemlich Untermensch, aber ich würde sagen, bei Dalli geht es schon eher in Richtung Miguel Pablo hin. Ja, diese Sachen machen ihn aber auch nicht direkt zu einem schlechten YouTuber. Okay, ja, ich bin Miguel Pablo. Okay, Leute, ich bin Miguel Pablo. Okay. Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video, meine Freunde. Oh, geil, neues Reaction-Video. Oh, Alter, ich muss mir gleich Chicken Wings holen und erstmal ein bisschen baden. Spaß beiseite, Leute. Ich muss auch sagen, er schneidet seine Videos wirklich gut und ist auch immer sehr aktiv. Also das finde ich auf jeden Fall sehr gut an seinem Kanal. Was Dalli und ich auf jeden Fall gemeinsam haben, ist die Einstellung zum PvP. Denn viele denken so, ja, Probleme und Beef löst man alles mit PvP. Jeder will der Beste sein in PvP. Aber ich finde, PvP soll einfach nur Spaß machen. Das ist halt einfach nur zum Spaß gedacht. Ich denke, das sieht Dalli auch so. Außerdem, was wir auch noch gemeinsam haben, dass wir beide so richtige Fischköpfe sind auf jeden Fall. Eine Sache gibt es da aber auch noch, wo ich so dachte, das geht echt gar nicht, wo ich davon gehört habe. Jo, ich will das hier nicht über 3 Minuten ziehen, weil Dalli sich immer nur die 3-Minuten-Ansage anguckt. Was geht auf jeden Fall an Dallis Community. Könnt mich auch mal abonnieren. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video und ciao. Was soll ich dazu auf jeden Fall sagen? Ich habe gerade schon den Kommentar geschrieben und habe gerade geredet, aber das Mikrofon war aus. Ja, moin. Auf jeden Fall finde ich aber, dass der Achim ein gutes Video gebracht hat. Hat mich auf jeden Fall sehr überzeugt, das mit den ganzen Terminen und so. Das war echt ein kleiner Fehler von mir. Danke auf jeden Fall für das Video. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal abchecken. Hab auf jeden Fall ein Like dagelassen. Kommen wir zum letzten Video, meine Freunde. Und zwar Dalli Game, bester YouTuber von Luca220306. Vor 3 Tagen hochgeladen, 14 Aufrufe, ich bin gespannt. 2 Likes, 1 Dislike, let's go. Warte mal, das ergibt gar keinen Sinn. Sorry, das war kein richtiges Deutsch. Wann kommt wieder YouTuber bis zum Zuschauer? Ja, ich weiß, morgen versuche ich es aufzunehmen. Es ist einfach richtig krank, wie wenig Zeit ich im Moment habe. Macht YouTube nur wegen Abos? Schön.
schön, dass er das jetzt mal anspricht. Hier, kennst du mich noch? Leute, wenn ihr verdammt nochmal jeden Stream dabei seid oder halt den Stream davor, halt sagen wir, ich streame am Freitag, dann am Samstag und ihr schreibt am Freitag Hallo und so, ne? Und mich am Samstag wieder fragt, kennst du mich noch? Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Glaubt ihr wirklich, dass ich so ein Erbsenhirn habe und mir das nicht merken kann, dass ihr da wart? Ja, okay, eigentlich schon. Aber trotzdem, Leute, ich weiß das doch dann noch. Deswegen, Leute, immer dieses, kennst du mich noch, das ist so unnötig. Ich sag sowieso immer ja. Oh mein Gott. Geil. Alles klar, Digga. Geil. Geil. Ja, also auf jeden Fall, ich kannte ja aber wirklich Luca noch, weil er hat, glaube ich, den Stream davor schon geschrieben und ich habe mir natürlich den Namen gemerkt, also von daher. Ja, gut, Leute, das war's auf jeden Fall hier wieder mit ein bisschen Videos angucken mit meinem Namen. Heute mal ein bisschen länger als sonst. Wahrscheinlich schneidet es sowieso wieder ganz kurz. Und damit würde ich sagen, Freunde, vielleicht bis morgen zum nächsten Video. Ciao!